Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Ja, in der letzten Folge haben wir es in dieser DPA-psychiatrischen Anstalt zu Jodys Mutter geschafft. Haben sie allerdings in einem vegetativen Zustand vorgefunden. Mit Aidens Hilfe konnte sie nochmal mit Jody richtig reden, aber der Zustand war vorübergehend. Die Drogen, die ihr verabreicht wurden, die haben sie schon so kaputt gemacht, dass sie gar nicht mehr zu retten war. Und dann haben wir uns dafür entschieden, ihrem Leiden ein Ende zu machen, was man bestimmt auch hätte lassen können, aber ja, was soll das noch für ein Leben für sie sein? So, und jetzt sind wir hier, beim Verlassen ihres Zimmers sind wir bewusstlos geschlagen worden. Und jetzt sind wir hier aufgewacht in so einer Präsidentensuite hier. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Wir haben so eine andere männliche Stimme gehört, die diese Experimente mit Nora und Jodys Vater durchgezogen haben. Und die beiden sollen auch begabt gewesen sein, so wie sie es ausgedrückt haben. Danach ist es ja kein Wunder, dass Jody auch so eine Fähigkeit hat. Und hallo? Für Daddy. Sind wir jetzt hier in Nathans Büro? Das ist seine Schneekugel. Stimmt, Cole hat ja erzählt, dass Nathan jetzt hier der Leiter der Blabla ist. Sag jetzt nicht, der steckt jetzt hier hinter allem. So, irgendwas hier? Ah, anscheinend nicht. Okay. Aiden, kannst du mit den Büchern was anfangen? Nee, hm? Wie es aussieht, sollen wir auf den Aufzug zugehen oder auf die Tür da. Oh, hoffentlich ist jetzt nicht wirklich Nathan hier, der scheiß Drahtzieher. Und hat uns all die Jahre hier verarscht. Zeichen sie aus wie bei Shield gerade, aber. Ach du Scheiße. Ist das der neue Kondensator, ja? Nate? Ja. Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jodie, schön, dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Das ist ja sehr nett. Du siehst so aus. Du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Wieso wurde sie bewusstlos geschlagen? Setz dich da. Und wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ja, ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Aiden anlegen. Hm. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber. Das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Wo ist Cole? Er ist daheim, es ist alles okay. Ich weiß, er wollte dir nur helfen. Keine Angst, es wird keine Konsequenzen wegen letzter Nacht geben. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber
Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, hab dich beschützt mit allem, was ich hatte. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA, ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jodie. Warum sollte ich dir zuhören? Du arbeitest für die und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Aber ihr? Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jodie? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Sie bieten dir einen Deal an. Ja, was denn? Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Tja. Okay, nach Dawkins gefragt, Wache abgelenkt. 97% haben das Medaillon genommen. Okay. Zellen nicht mit eigen erkundet. Ah, okay, das hätte ich tun können. Shit, na ja, gut. Okay. Machen wir weiter. Einsatzbesprechung. Es geht langsam auf den Prolog zu. Und so wie es da ausgesehen hat, war sie nicht allzu lange bereit, da wieder mitzuspielen. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu Ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Aber ihr schon. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Welches Team? Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit Ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Toll. Was geht ab, Judy? Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Spar dir doch den Schmus. Oh, ich sehe schon, Aiden kennt mich wohl noch. Bleib besser weg von mir, Ryan.
beiden verzeiht er noch viel weniger als ich, verstanden? Gut. Ausgerechnet mit dem. Oh, Scheiße. Was geht denn hier ab? Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Das will ich sehen, natürlich, wie du das anstellst. Ich sehe auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Aiden. Wo bist du? Haben die den unschädlich gemacht, oder was? Das hat gerade so ausgesehen. Und es hat so geklungen. Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird doch stärker! Na toll! Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Ja, ja. Ein Unterschlupf suchen. Hier ist wohl nicht so gut, hm? Ist fast offen. Was ist hiermit? Auch nicht? Die Gegend kommt mir fast sogar ein bisschen bekannt vor, aber das... Ne, das ist nicht die Navajo-Gegend, oder? Würde mich wundern, wenn es da schneien würde. Wir erfrieren hier draußen. Ja, ja. Kannst du bitte ein Versteck für uns suchen? Bin noch dabei. Ah, hier. Oder? Da ist ein Haus dort hinten. Ich seh's. Dann kommt los. Ihr? Alrighty. Uiuiui. Na los, erstmal das ganze Gerötel loswerden. Fischerdorf. Der Informant leibt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Okay, gucken wir uns noch ein bisschen um, Jody. Frieren wir ihn nicht zu Tode, ja? Soll ich euch helfen? Verflucht. Alles aufgeweicht. Da. Na los. Hey, du verdammtes Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, Jody? Ja. Ja. Ganz toll, Jungs. Ja. Nur, dass ihr das nicht wart, ihr Trottel.
So, was haben wir hier alles? Nicht besonders viel, wie es aussieht. Was hast du da? Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Oh je. Vorher noch was nachschütten. Bah, Thermoskanne ist immer am besten bei so einem Wetter. Du willst raus bei dem Wetter? Irgendwas Informatives? Okay, was auch immer das war. Okay, dann gehen wir eben kurz raus. Es sind minus 40 Grad. Ich mache da draußen keinen Stadtrundgang. Wollen wir es hoffen, Jody? Los. Minus 40 Grad, das ist ordentlich. Okay, anscheinend nichts hier weiter in der Nähe. Dann los. Könnte gerade ein bisschen kalt werden, aber. Ach du Scheiße! Hat doch nicht so verkehrt der Informant gelegen, hä? Verdammt. Okay, sagen wir unseren Leuten Bescheid, dass hier gerade welche durchgerast sind. Und wieder raus in die Kälte. Yay! Ich meine, die Spuren sieht man noch. Das ist nicht das Problem. Aber wenn das weiter so schneit, ist das in ein paar Minuten weg. Oder auch jetzt schon. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Okay. Da ist gar nichts drin. Da ist ein Tor. Oder? Na gut, ich könnte natürlich auch noch weiter durch das Tor hindurchfliegen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Wow. Guck einer an. Wir haben ja hier allerhand zu tun, hä? Huh? Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Ja. Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport.
Sie machen einen auf Rapture. Ich sehe da drei. Lass einen alle ausschalten. Einen. Sicher? Kümmer dich darum. Okay. Und wie? Ha? Ich meine, der hier ist. Oder sie, keine Ahnung. Ne, ist der. Ah, okay. Das sah jetzt doch eher wie eine Sie aus. Peng, peng. Okay. Von dort wahrscheinlich das Tor aufmachen. Dann können unsere Leute hier rein. Oder ist da noch ein Experte drin? Oh, was haben wir hier alles? Sehr nett. Nick! Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Da wird nicht lang gefackelt hier. Alrighty. Jetzt sind wir hier in diesem. Ja. Wie man es auch nennen will. Ein Bunker? Nicht wirklich, aber auf jeden Fall zu der Schnittstelle runter zur nächsten Kluft. Guti, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge hier ein bisschen genauer um. Also, bis dahin. Tata!